Hi, heute bei unserem Test 3x Brocken 3. Der Brocken 3 dürfte vielen schon bekannt sein. Wir haben da schon einen ausführlichen Test dazu, sowohl in Videoform als auch in Textform. Die ganzen Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung dann. Bevor wir jetzt zum eigentlichen Kühlkörper kommen, gibt es von unserer Seite aus natürlich wieder ein kleines Gewinnspiel heute für euch. Und zwar verlosen wir das Intertech M908 Infinity Mirror. Das Gehäuse hatten wir erst vor kurzem bei uns im Test, kam bei den meisten ja sehr, sehr gut an. Also haben wir uns gedacht, verlosen wir das gute Stück doch einfach. Jetzt wäre die Frage, was müsst ihr dafür tun? Zum einen müsst ihr Abonnent von uns sein und ihr schreibt uns unter dieses Video einen Kommentar, was ihr mit dem Gehäuse machen würdet, beziehungsweise warum genau ihr das haben solltet. Unter allen Teilnehmern losen wir das Ganze dann aus und der Gewinner kann sich dann über ein schickes RGB-Gehäuse mit einer sehr, sehr coolen Front freuen. Zurück zum Brocken 3. Der Brocken 3 ist ein sehr leiser und sehr effizienter Luftkühler. Wer Wert auf ein Silent-System legt, der wird sicher früher oder später beim Brocken 3 mal ein Auge liegen lassen und sich den genauer angesehen haben. Den gab es bis jetzt nur in einer normalen Variante, wie man ihn so kennt, war damals schon sehr, sehr schick, mit einem WingBoost 3 Lüfter ausgestattet, einer silbernen Abschlussplatte nach oben und mit einer hohen REM-Kompatibilität. Zudem ließ er sich sehr einfach montieren und hat bei uns im Test auch in allen Belangen völlig überzeugt. Was jetzt neu an der Sache ist, es gibt jetzt zwei weitere Varianten des Brocken 3, nämlich einmal eine White Edition sowie eine Black Edition. Wie der Name es schon erahnen lässt, dabei geht es um die Lackierung des Kühlers. Es gibt jetzt den Kühler einmal komplett in ganz weiß und einmal komplett in ganz schwarz. Weitere Besonderheit ist dann, Alpenföhn hat sich dazu entschieden, den Kühler dann von Haus aus mit einem zweiten Lüfter auszustatten. Standardmäßig war damals nur ein WingBoost 3 Lüfter im Lieferumfang enthalten. Da im Laufe des Tests sicher die Frage aufkommen wird, kann ich denn diese weißen Lüfter, die bei der White Edition dabei sind, auch einzeln kaufen? Zum jetzigen Zeitpunkt meines Wissens ist das nicht der Fall. Ob das in Zukunft auch dann der Fall sein wird, dass es die Lüfter in einer weißen Variante gibt, das steht jetzt auch noch in den Sternen. Aber natürlich, wenn euch das interessieren sollte, reiche ich euer Feedback gerne an den Hersteller in dem Sinne weiter. Abseits der Lackierung und abseits des zweiten Lüfters, der sich jetzt serienmäßig in der OVP befindet, hat sich technisch nichts geändert am Kühler. Er ist weiterhin ein sehr kompakter Tower-Kühler mit einem etwas asymmetrischen Design, dass eure REM-Slots bzw. REM-Bänke nicht blockiert werden. Das ist natürlich abhängig je nach Mainboard, dennoch bei einem Großteil der Mainboards sollt ihr trotz dessen, dass ein Lüfter auf dem Kühler montiert ist, hohen Arbeitsspeicher problemlos einsetzen können. Weiterhin ist natürlich gleich geblieben das Rockmount 2 System von EKL, sprich auch die einfache Montage oder die sehr durchdachte und sehr gute Montage wurde dann natürlich beibehalten. Interessant an dieser Stelle ist jetzt natürlich, wie sieht es mit den Temperaturen aus? Kann ich durch den zweiten Lüfter ein bisschen was an Performance dazugewinnen? Und zweitens, wie sieht es mit der Lautstärke aus? Wird der Kühler durch den zweiten Lüfter vielleicht einen Ticken lauter und kühlt dadurch besser? Bleibt er gleich laut und kühlt besser? Das schauen wir uns dann entsprechend gleich in den Messungen an. Noch einige kleine Anmerkungen, was die Montage betrifft. Durch den zweiten Lüfter wird der Kühler natürlich etwas breiter, wie ihr das hier erkennen könnt. Und durch den zweiten Lüfter könnt ihr, je nachdem was für ein Mainboard ihr habt, auch Probleme bekommen mit dem IO-Panel hinten, wenn das zum Beispiel schon intern über eine Abdeckung verfügt. Das gibt es ja bei neueren Mainboards relativ häufig. Sieht sehr schick aus, zum Teil auch mit Beleuchtung. Kann allerdings dann hier natürlich etwas zu dick auftragen. Dann könnt ihr den Lüfter entweder etwas nach oben versetzen oder ihr sagt, okay, mache ich den Lüfter doch einfach ins Heck. Vorteil an der Sache ist, ihr habt hier dann wieder genügend Platz und zum anderen habt ihr dann im Heck, also auch auf dem CPU-Kühler, denselben Lüfter. Da sieht man die Lüfter ja meistens sehr, sehr gut. Auch noch cool ist natürlich bei den weißen Lüftern, weiß gesleeved das Ganze, gibt eine sehr schicke Optik. Beim schwarzen Lüfter ist er dann entsprechend in schwarz gesleeved. Bei den WingBoost 3 Lüftern auch wieder mit dabei, auch allseits bekannt, die Plus-Funktion. Das ist interessant für Leute, die sagen, ich möchte diesen Kühler, ich habe aber nur einen PWM-Anschluss auf dem Board. Dann habt ihr meistens das Problem, gut, einen CPU-Lüfter angeschlossen, was mache ich mit dem anderen? Durch die PWM-Weiche ist es machbar, dass ihr den einfach auch hier anschließt und dann könnt ihr die beide zusammen übers Mainboard regeln. Und in der Theorie könnt ihr sogar noch einen dritten Lüfter anschließen, zum Beispiel dann den Hecklüfter, könnt ihr dann alle über denselben Anschluss regeln. Wenn ihr jetzt natürlich sagt, hey, ich interessiere mich ein bisschen für die technischen Details des Kühlers, ich will die jetzt nicht alle noch einmal hier aufzählen, darum verlinken wir einfach unseren Artikel unten in der Beschreibung, wie angesprochen. Wahlweise könnt ihr euch das Testvideo zum normalen Brocken 3 ansehen, da habt ihr auch allerhand Infos drin und dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Messungen. Bei der Kühlleistung zeigt sich dann durch den zweiten Lüfter eine leichte Verbesserung. Man bewegt sich hier in einem groben Bereich von zwischen 1 und 2 Grad. Kann man hier gut machen, ist jetzt nicht die Welt. Allerdings nimmt man natürlich gerne mit, wenn man auf dem Kühler sowieso einen zweiten Lüfter installiert hat.
lautstärketechnisch das Ganze dann entsprechend natürlich einen kleinen Ticken lauter. Nicht dramatisch, der Kühler gehört immer noch zu dem leisesten, was man aktuell am Luftkühlermarkt kaufen kann und das sogar bei maximaler Drehzahl. Also lautstärketechnisch müsst ihr euch auch als Silent-Fan keine Sorgen machen, dass der Kühler hier irgendwie über die Stränge schlagen würde. Bleibt natürlich abschließend noch das Fazit. Was kann man zu den beiden neuen Brocken 3 Varianten sagen? Nun, das Fazit vom normalen Brocken 3 kann man hier getrost wieder anwenden. Sehr leiser, sehr effizienter und auch ein sehr, sehr schicker Kühler. Lässt sich einfach montieren, ist hochwertig verarbeitet. Durch den zweiten Lüfter erhaltet ihr ein bisschen mehr an Performance. Er ist einen kleinen Ticken lauter, das fällt aber nicht weiter störend auf. Für den einen oder anderen dürfte jetzt der Preis der Knackpunkt sein. Denn die neuen Kühler sowohl in der Black Edition als auch in der White Edition kosten um die 58, 59 Euro. Das sind zum Teil bis zu 15 Euro mehr gegenüber dem normalen Brocken 3, den man schon für grob 42, 43 Euro bekommt bei uns. Ob das jedem das wert ist, das müsst ihr selbst entscheiden. Wer sich ein optisch schickes System bauen möchte, zum Beispiel komplett in weiß oder komplett in schwarz und einen leisen und schicken Luftkühler möchte, der sollte unbedingt einen Blick auf die Kühler werfen. Auch für 58 Euro, 59 Euro ist der Kühler wirklich eine sehr, sehr gute Investition. Wer es günstiger möchte, auch da hat Altenföhn natürlich einiges im Angebot. Haben wir uns auch bereits hier einiges angesehen. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch einmal kurz auf unser Gewinnspiel hinweisen. Ihr habt hier die Chance, das Intertech M908 Infinity Mirror zu gewinnen. Abonniert uns, lasst uns einen Kommentar unter diesem Video da, warum gerade ihr dieses Gehäuse haben wollt oder haben solltet. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei uns reingeschaut habt und bis zum nächsten Mal.